Hiermit ist das Gewinnspiel abgeschlossen. Die Gewinner haben wir durch einen Zufallsgenerator ausgelost. Die Gewinner sind... Die drei Gewinner sollen bitte unter ihrem Gewinnerkommentar ihrem Instagram-Namen schreiben. Ihr werdet dann bei Instagram für weitere Infos kontaktiert. Ehren-Wilfried, sagt man im Internet. Ja. Dein Bruder Udo ist noch nicht da. Wir haben aber heute jede Menge auf dem Schirm. Ja, haben wir. Viel Arbeit jetzt gleich. Ne? Wir machen. Kann doch einen auch wieder aufs Konzept bringen, ne? Ehren-Wilfried, wenn du nicht am Rauchen bist, dann ist auch irgendwas in der Welt nicht richtig. Nee. Das Ding hätten wir hundertprozentig auch von der Firma gesponsert bekommen können, wenn wir gefragt hätten. Haben wir aber bezahlt, das Ganze hat 200 Euro gekostet und sowas kaufen wir immer mal wieder für einen Verein. Möchtest du nicht eine rauchen, Wilfried? Nee. WWW. Wilfried will weiten. Heißt, Wilfried will es wissen. Dieser Platz ist einmal umgeben von... Bäumen. Ihr habt doch beide richtig Bock drauf, ne? Ey, ich stehe voll in der Sonne, was ist das so? Dieser Platz ist einmal umgeben von Bäumen. Das heißt, die Bäume ziehen... Wasser. Ohne Ende. Die ziehen richtig Wasser vom Platz runter. Das heißt... Die Springer müssen laufen. Die müssen laufen, laufen, laufen. Ganz ehrlich. Mach das Ding aus, wir hängen dann und dann kannst du das wieder filmen. Bevor dann hier der Wintereinbruch kommt. Weil du nicht weiterkommst. Udo. Was ist? Bisschen ruhiger. Nee, kann ich nicht. Wenn der Hey, du blöd steigt und film. Wilfried! Mir wird so verrückt. Ich war so schön alleine hier am Gange. Das lief wie Schmidts Katze. Ja, das lief wie Schmidts Katze. Das lief. Da konntest du aber hingucken. Was ist mit dem los? Ist wieder genervt, ne? Ja. Ist er wieder genervt. Kann ich auch noch den Platz. Hier hoch. Dass hier nicht schnell genug geht, ne? Da musst du schneller fahren. Das ist immer hektisch, ne? Udo! Du sollst hinten rumfahren, du machst den Platz kaputt, sagt Wilfried. Hinten rumfahren, da lang. Natürlich, ich fahre jetzt über Afrika zum Stipendium. Nein, du sollst da hinten lang fahren, hinterm Ich muss den eh nachher noch mähen. Das ist ja so, Wilke. So, wo mehr du drüber fährst, so tiefer werden die Spuren auch, ja. Das ist so. Ja, deswegen. Dann wieder raus. Er denkt ja auch nicht nach. Das Udo. Hey, und du da acht in der Rucknummer mal her, Wilfried. Ja. Du quatschst ja dann Schöstein. Halt du mal lopen, Udo. Ja, halt du weg, oder anders? Ja, anders wird mich kalt hier. Wollen wir mit der Hand schmeißen? Ja, das ist ja Kinderkram. Hier muss doch vor dem André. Der Müllwagen. Hab ich jetzt die Schnauze voll von dem Scheiß hier? Ich hab die Faxen dicke, nicht klappt hier. Mir ist ganz Tag in der Sonne und mir braucht Wasser und jetzt kommt nichts. Scheiß Puppe! Die Gumme kommt da hinten! Was? Da hab ich meine Zigaretten auch noch verloren. Hier läuft nichts mehr. Spaß haben mit Udo und Wilke. Richtig. Und Kurtfried. Kurthosen Wilfried. Aber der hat heute Jeans an. Ja, nur Jeans an, aber sonst immer Kurthosen. Ja, Kurthosen Wilfried. Der hat Angst. Der baut ja ein ganzes Filmstudio auf. Ja, du weißt, der hat Hit. Du mögst denn nur einen von. Ja. Und ihr kotzt mich vor deinen Ohren, mein Lieber. Mann. Danke, so schlimm ist es doch schon. Hey, du kannst ja. Hau bloß auf. Hau bloß auf. Ich hab ein bisschen Mitleid mit dir. Ja, danke. Sonst kriegst du auch jeden Schlüpfer ja. Auf. Ja. Er hat das aber ja auch voll ins Gesicht bekommen, ne? Voll genug, ne? Ich hab Träne da auch, wirklich. Das ist schon krass. Das ist nicht ohne. Alter. Ist ja egal, ob ich die ganze Nachbarschaft wach mache. Ich hab die Schnauze voll, ich geh da nicht mehr hin. Abbruch, jetzt und Schluss. Ich kann's nicht. Soll ich ein paar Zapfen machen? Hey, den Aal. Weil das stinkt nicht. Das stinkt doch gar nicht. Nee, kann's nicht. Geh doch mit Wilfried zusammen hin. Wilfried, warte, wir holen einen zweiten Stuhl. Ich kann's nicht.
Komm her, oh Waschfried. Ich kann den Waschfried, ich kann ihn nicht. Jetzt ist der Geruch weg. Udo, hier die Gabel. Seht ihr mal, wo du blutst, ich esse doch. Nee, ich setz mich da nicht hin. Oh Mann, ich... Wo war der andere rum? Nee, na Fötter, andersrum. Boah, nee. Guck dir mal, Friede. Ich konnte mit dir Lärm. Kurzer Stopp. Alle in die Kommentare schreiben, Ehrenwilfried. Hashtag Ehrenwilfried. Udo. Er hat's gleich soweit. Ja, schön. Hol ihn mit Fass. Ja, bist du bescheuert, ich hol um Fass. Dann setz doch Maske auf. Ich hab Kopfschmerzen. Oh, ich muss weg. Pass auf. Haben wir keinen anderen, Wilke, haben wir keinen anderen Dosen noch, ne? Wie, was ist das denn für eine Frage? Hey, geht das nicht. Du kriegst doch nicht mehr auf, die Scheiße. Heiß dir doch nicht, dass da nix ist. Ist doch nix. Du hörst sie nicht, dann ist nichts. Weißt du, alle laufen weg. Setz dich jetzt hin. Oh, Wilke, bitte. Udo, ich stehe doch auch hier. Oh. Ist doch vom Land verflogen. Ja, vom Welt verflogen. Komm mir wieder her. Oh. Boah, geht das nicht. Was nee, ihr kriegt das Ding nicht mehr auf, ihr geht nicht. Ich brauche kein, gib mir mal ein Mess. Ja, vom Welt. Komm her. Ja, ich werd's nicht essen. Die ganze Kamera ist voll. Ich werd's nicht essen. Das ist aber eine Delikatesse, Udo. Ja, dann mach du vor und dann wissen Leute Delikatesse. Ja. Komm her. Ich sag, hier, weg damit. Den Müll war auch vor, dass die fahren jungen. Weg hat er da. Wir müssen mehr Hochdeutsch reden. Das ist scheiße, das immer zu übersetzen. Ja, also er hat gesagt, auskippen im Grund damit. Sonst wird der Müllwagenfahrer einfach vom Wagen runterfallen. Hashtag Ehrenwilfried. Ja? Udo den aufgemacht hat, ne? Voller Strahl. Ich hatte richtig voll reingekriegt im Gesicht. Findest du das echt nicht schlimm? Nö. Nö. Bestialisch das Zeug. Nö. Das ist gut. Das ist, kannst du mit der Nase rüber. Das wird spannend. Udo kommt gleich. Der wird ausflippen. Boah, ich mich schon drauf. Sind auch alle Tiere da, ne, am Platz. Ne? Boah, ey, was stark. Football-Training, Udo. Hey, das ist Fußballplatz. Die Leute müssen noch trainieren. Ich hau dir ein Windelbein. Ich hau dir aus dem Pampers raus. Warum machst du das? Ja. Ich dachte, du freust dich ein bisschen. Ja, ich freue mich über alles. Ich freue mich. Ich kotze gleich in einen Strahl, das glaubst du nicht. Komm noch einen Meter weiter, bin ich kaputt. Udo! Hier, guck ihn, wie er den ausgedribbelt hat. Was ist denn Arschlöcher? Aus und Puff. Nee, wie wollt ihr? Ich hab dir das schon mal gesagt. Aus und Puff, dann komme ich runter und Puff ist Wilke weg. Fried. Hey, wo kannst du denn mitmachen? Wir wollten hier Kunstrasen ansehen. Ja, Kunstrasen. Warum machst du so Blödsinn mit? Du hast doch keine Ahnung von. Hast du keine Ahnung von. Nee, jetzt werden die beide so ein bisschen ökologisch hier oben gedenkgeschwunden, oder was? Nein, das ist dafür. Hier wird der neue Rasen angesehen. Wenn da Stücke kaputt sind, können wir ausstechen. Da ausstechen, dann wieder rein. Ja, du. Da kannst du auch mit Sand umfüllen. Doch, Wilfried will nach Hause. Ach so. Ey, seid ihr beiden eigentlich noch ganz dick? Ihr fangt da irgendwas an. Und ich soll's wieder zu Ende führen, oder wer? Einer muss mit dem Trecker los. So, einer muss mit dem Trecker los. Die beiden Beruf von Heim Annel. Liegentransport. Tschüss, Wilfried. Ja, tschüss, hau auf. Wir präsentieren Wilfried and Förster vor Tischdinner. Das ist Fulkums Entschuldigung. Ja, weil wir das alles hier randuliert haben. Weil ihr hier so viel randuliert habt, öffnest du diesen ekelhaft stinkenden Fisch gemeinsam mit Ehren Wilfried. Ja, der riecht ja eklig. Der ist immun gegen den Fisch. Zünd doch ihm die Kerzen das an, romantisch. Ja, mach doch eben. Ja, dann warum stellst du jetzt so blöd an? Ich will nicht noch einen Drachen, weil die kriegst du mal so nicht an. Das ist kein Ahnung. Oh,
Hallo. Hol ich dir selber die Deko. Pass mal auf, du Waschweib. Nee, 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 ich hab mir gar nicht. Ah, tu die scheiß Zwiebel da weg. Magst du das nicht? Nee. In die Kommentare Hashtag Ehrenwilfried. Also so locker siehst du auch nicht mehr aus. Ich mag da gar keinen Fisch. Danke, Bröcke. Also Willi, kannst du nicht einmal Mund holen, dann warst du im Donnig aufgefallen. Ich habe 6 und 8 Nähe Ballen bestellt, hatte Grips, Schmeckt oder was. Nee, das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, so blöd wie du das machst. Ja, das ist gar nicht. Vereinseigentum ist so schön. Again. Du hast doch verkehrt, mein Udo. Du wohnst hinter in den Gruppen. Und Wilfried? Ja, Petzlite Wilfried, kannst du sagen. Hat die Bälle hier oben natürlich jetzt verwahrt. Das war's mir, Chlor. Das war mir so was von Chlor, dass du den Beweis mir nur noch herlegen darfst. Wir unterstützen keine Kriminalität. Die Kriminalität ist wohl. Das ist Kunststoff, guck mal. Oh, ja, nun plöck dein Video, Nanne. Ich gebe zu, es war ein Riesenfehler. Ist auch sofort eingestellt worden. Haben in der Gruppe gesagt, bitte das Spray nicht mehr benutzen, die Bälle lösen sich auf. Warum musst du mich mir immer verpetzen? Das wäre nie aufgefallen. Pecher. Die Logik muss man mal verstehen. Ja, ab und zu weiß ich auch nicht, was da. Aber kommt der einfach her. Hier. Lieber zweite Herren, da ist es sauber. Die haben ja auch gestern nicht trainiert, du Schlaumeier. Ach so. Das wusste ich ja wieder nicht. Du warst nie was, Udo. Was weißt du da? Gar nichts, wenn ihr. Aber nicht. Ja, aber da hat doch gestern keiner trainiert, deswegen ist sie doch auch sauber. Ja, wann haben die denn Training? Dienstags, Donnerstags. Ja, ich weiß das nicht. Und was heute für ein Tag? Dann und da. Also heute Abend haben wir Training. Ja. Worüber reden wir jetzt eigentlich? Ich habe hier nicht den Pfad verloren. Wir reden hier seit einer Minute. Verdammt! Aber du hast Darmen. Wie der Enddarm. Wie dein Reizdarm. Jetzt hör auf mit dem Reizdarm wieder. Das ist nämlich, jetzt fangen wir da wieder mit dem Thema. Wir gehen jetzt weiter in die nächste Kabine. Zeig ich dir gleich meinen Reizdarm und dann sprühe dich an der Wand. So. Jetzt komm ja, her. Ganz merkwürdige Fantasien, der Typ, ne? Ja. Der hat mir sich schon umgezogen als junger Fußballstar. Was hat denn? Was ist das Torwart? Weltbeste Torwart, der hier steht wie ein Spöliert. Mach die Kisten auf. Das sind die Fanartikel da drin von uns. Man muss nicht den ganzen Scheiß wieder mitnehmen und zurückbringen. Ja, nun kannst du als Verteidigung. Als wir die da weggeholt haben. Können wir Hochdeutsch reden, ich hab keinen Bock zu tun. Als wir die da weggeholt haben, Udo, wir beide, war das dunkel da im Raum. Konnte ich nicht. Hä? Ich hab Licht angemacht. Nein, was denn? Ey, wo du mich nur verarschen? Diese beiden Koffer, der hörst du mir doch achten. Ja. Das sind sie, hörst du noch. Udo! Was? Komm mal her! Ja, komm mal her! Ist mir doch egal, wie das Schild da rankommt! Wilfried, was stehst du denn da zu spekulieren? Gucken! Klick das, um zu sehen, was ich da machen soll. Wer es gucken kann, so nicht! Das wollen wir auch können! Ich bin fertig mit Arbeit, Udo! Guck ja, warum? Weil ich geholfen habe und meine Arbeit bleibt bei dir! Müllwagen! Oh, du mit dem Möbelbaum, Alter! Udo, sagst du das Ding? Ja, wo ist denn der Berg? Her! Ist auch wieder manipuliert, hast du wieder verstecken lassen, natürlich. Nein, hat er nicht. Wollen wir Kaffee trinken? Ja. Was? Kaffee trinken? Ja. Hier, ich brauche Hilfe. André ist doch da. Ach so, ja, dann ist gut, dann geht der Kaffee trinken und wir haben unsere Ruhe. Tschüss. Kannst du mal das Ding festmachen jetzt bitte? Er fragt doch so blöd. Und ich halte ihn hier. So, ihr seid so zwei Ganoven da. Ja. Und wie wir ihn kennen, Zigarette in der Hand. Nee? Am Rauchen wie ein Teapot, ey. Wieso ist das immer so ein Akt hier? Weißt du eigentlich, dass du gleich eine ganz lange Zeit Dunkelheit hast? Wenn diese Faust dich befördert in den heiligen Schlaf. Ist doch wahr, Jungs, denn der nervt doch langsam. Was machst du da? Geschenk
Was machst du eigentlich? Einen guten Eindruck. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier arbeitet. Der steht nur den ganzen Tag zum Film. Der steht da nur und hält den Rahmen fest. Der ist fest von dir. Kannst du mit aufbrechen, ne? Ich kann dich mit der Heide gehen. Oh, war herrlich. Das war ein schöner Ton. Das war wirklich herrlich. Du hast doch erst einen Strich gemacht. Ja, aber der hat eine schöne Farbe, ist das? Das ist natürlich Bestandsaufnahme hier. Ich bin aber klar. Ja, klar. Gut, ein Wandern. 6 Tage. Für paar Wände streichen. Ja, aber ich hab nicht gemacht, was genau. Was du wolltest. Ja, Meine Fresse, er muss das als Gegendarstellung haben, weil ich ihn jetzt so blöd angemacht habe. Er muss das. Watson, und selber kann er nix. Wilfried, du hast aber echt alles voll geklebt hier. Nee, ich nicht. Das war mein Fuß. Nee, wirklich. Du hast gleich Warum ziehst du denn deine Ledergalonen an? Das sind nicht meine Kieschuhe. Das sind doch deine Kieschuhe, oder nicht? Wilfried hat ja einen Mittelfußbruch und seitdem trägt er noch hier so einen Imbiss-Tüte um Fuß. Und damit ist er halt hier durch die Farbe gelatscht und hat den ganzen Boden hier vollgeklebt. Hey Alter, geh mir nicht auf den Nerv. Ja, ich muss hier schnell... Heute gerade wieder von der Konfirmation gekommen, oder was? Nee, aber ich habe meine Turnschuhe hier stehen gelassen. Bist du hier so hergefahren? Ja! Gebrüder Tesch, ihr seid beide Kommst du nicht rein mit deinen dicken Elefantenhufen? Das ist hier so eine absolute Freakshow, ernsthaft. Oh, Quasimodo kommt auf. Du hast wohl Quasimodo hinten an den Kopf. Quasimodo, nee, Quasimodo. Ich hau um, jetzt hau ich um. Nein. So was Blödes. Wilfried steht wie ein Scheintoter mit der Sackkarre, regungslos die ganze Zeit da. Ich darf auch hier nichts. Nur Pakete holen. Ach. Na, schreibt, das ist ihr zweiter Versuch. Übrigens, Wilfried, deine Rauchersilhouette ist in der. Guck mal, nee, warte, bleib mal so stehen, Udo. Bleib mal so stehen. bleib eben so stehen, Udo. Bleib eben so. Nee, wie gerade. Guck mal. Dein Schatten sieht aus, als würdest du. Nein, guck mal, als würdest du Gitarre spielen. Wilfried wieder mit Captain T. Muss er wieder Fehler beseitigen von dir? Wilfried und ich arbeiten halt gemütlicher. Gemütlich, ja. Gemütlich. Ja, du warst gestern dabei, als mir die Farbdose runtergefallen ist. Scheiße, sehe ich. Ja. Aber ein Glück hat. Ein gewollter Glück hat. Wieso? Wir wollen die Dörfer und Haar voll was. Gebrüder Vivaldi spielen wieder fleißig auf der Orgel, wa? Vivaldi, Glück eigentlich. Vorne ist dicht, hinten ist dicht, hier so komme ich rein. Ach, kommst du auch noch mal? Kommt, bis die Tür aufkommt hier. Warum gehst du denn hier überhaupt lang? Ja, hier lang, da hinten ist auch überall dicht. Rundum zu ist hier dicht. Wie kommt die rein? Fliegt die rein mit dem Helikopter oder was? Nee, will ich. Nee, doch nicht. Sag mal, wer von euch Leuten stellt eine. Was ist das? Eine Bier, diese Birne. Diese Riesenbirne an eine Leiter. Die ist komplett kaputt. Wie kann man denn diese Birne an die Leiter lehnen? So doof, das ist Wahnsinn. Meine Jacke hing über der Leiter. Ja, die hing aber vorher schon. Ja, und die olle Lampe oder was auch immer das Ding ist hier, war an eine Leiter gelegt. Ja, das hat Kevin gemacht. Meine Jacke war schon früher drüber. Die hing den ganzen Morgen schon. Gibt halt auch so Tage, da ist Spaß auch irgendwann vorbei, ne? Das ist nur nervig. Das ist nur noch nervig. Nur noch so eine Scheiße, die hier passiert, stressig ohne Ende. Aber wir haben es ja bald. Die Türen fertig sind, dann können wir anfangen, Räume zu machen, Bilder dran machen und dann passt das schon, Wilke. Hat der Vatikan einen neuen Papst gewählt oder wieso steigt da wieder am frühen Morgen Rauch auf? Ja, weiß er auch, siehst du? Neuer Papst. Zwei aus Friesen. Und mir wickelt dir den Papst gleich so um Hals zu, dann bist du, meinst du wirklich, du bist der Papst. Bist wieder gut drauf? Neuer Tag, neues Glück. Ich war gestern noch wirklich genervt. Ja, ich sag dir, heute wird das abgeschlossen. Und wenn das nicht abgeschlossen wird mit dem Raum, ich komm nicht wieder. Ich hab da keinen Bock mehr, 4-5 Wochen da eine Baustelle zu haben. Das ist nicht unten. Die Tür klingelt doch so, das ist hier unten. Ja, dann will ich auch zu gehen. Bist du blöd? Warum sind die Haken nicht verkehrt? Die Tür geht so auf. Da müssen die Haken so
zugedreht werden. Sag mal, wieso diskutiert ihr eigentlich über Haken? Ihr wollt die Tür doch nur beiseite schieben oder wollt ihr die schon einhängen? Nein, aber die Haken... Ja, er gibt doch keinen Sinn, ihr diskutiert hier über Haken. Das bringt doch gar nichts. Nicht da. Ey, da... Ich habe hier unten angefangen. Da ist doch ein Tischgestell. Ihr könnt doch einfach schieben. Nehmt doch einfach das Tischgestell hier und zieht das Ding. Also ihr macht da ein Hexenwerk raus. Ich kann sowieso nicht eintragen. Ist es Malheur. Wilfried, wer von euch stellt die Farbdose auf den Fußboden? Wieder ausgelaufen. Und das war's diesmal du. Ja, wie kann man jetzt im Ernst, mal ganz im Ernst. Ganz, Wilfried, jetzt wirklich im Ernst. Ich meine jetzt nicht böse, aber wieso stellt man die Farbdose auf den Fußboden? Müssen wir jetzt im Ausmessen von der Höhe und danach können wir die Bilder setzen. Wilfried, was machst du da hinten eigentlich? Ich hab gemessen. Was hast du gemessen? Höhe. Die Höhe hast du gemessen, die Bänke stehen hier. Ja, du auch. Messen, vernünftig, richtig da, wo der höchste Punkt ist. Wilfried, sag doch was, dann zieh ich den Tisch doch einfach beiseite. Wie so ein Aal schlindet er sich da. Ja, der höchste Punkt ist von unten. Warum machst du das jetzt von der anderen Seite? Du kannst uns doch... Nein, das muss von hier. Da ist der höchste Punkt. Das sind 1,68. Ist aber auch schön, dass wir jetzt auch ein bisschen vorankommen. Ne? Die ganze Zeit so ein Stress und jetzt kommen wir hier so langsam, aber stetig voran und schaffen was Schönes. Das sieht aber auch echt geil aus, muss ich sagen. Echt geil. Und geil davon, wenn ich dann die Strecke dran habe und du nimmst dein Bett doch nicht weg. Wollt nicht bitte. Dann hast du wieder den Käse gemacht. Fällt mir mal auseinander beim Tröten, ich weiß nicht du wieso. Du kannst auch nichts, kannst du. Du kannst nichts. Oh, ich fress mal. Ja, was soll ich machen? Was soll ich? Ich hab die Füße wieder nass. Was ist? Wollt ihr die Kirche trinken? Nein, ich hab die Füße nicht mehr. Hör mal wieder. Was machst du da noch? Der wollte doch durch den Schläuche abwickeln. Irgendwann anders ist das. Ich mach doch abwickeln, dass du abhangen kannst. Wilfried, kannst du bitte mit der Kippe 2 Meter weiter weggehen von der Tröte? Weil wenn das Ding explodiert... Ja. Was meinst du denn, welches Wort? Schlauchfälle für sie. Schlauch, wenn du was machst, das ist eine Philosophie oder wie das heißt. Das ist so, wenn du weggehst und dann musst du über das Ding da, Schlauch, musst du einen Arbeitsschein, dann nimmst du ja eine Philosophie auf. Dann bin ich hier bloß noch von Blöden umgeben, oder was? Hat dich gerade eine Igelfamilie überholt? Ja, und wenn eine Schneckenfamilie mit einer Ameisengruppe das ist, dann interessiert mich nicht. Meine Fresse! Ja, was ist denn noch so gerne im Auto fahren? Wenn andere hier Vorschau gegangen sind, ja, da sind die Klöten hier rumspült. Moin, die Flipper! Ja, bloß Bernd, weißt du? Was ist denn bisher? Ja, was ist bisher? Kick dir und dann Chaos doch hier mal an! Oh, der Osterhase war da! Wenn ich Wilfried jetzt frage, kann er das sicherlich beantworten. Warum sind die Sachen hingestellt worden? Das kann ich, weil die gestern nie gestrichen haben. Hier wurde lackiert, Udo. So, wir machen noch... Weihnachtsstern aufhängen. Und? Jetzt muss ich eben überlegen. Wir müssen noch Fehler setzen. Pfeiler setzen. Mehrzahl Fehler! Und du nickst auch noch? Das stimmt nur aber. Die Mehrzahl von Pfeiler ist also Fehler. Oh, nee, Pfeiler. Also ihr seid auch beide wirklich. Also ein Pfeiler. Das sind mehrere Pfeiler. Ja, ich gebe es auf, wirklich. Ich gebe es auf. Ja, dann lass es. Jetzt tu, ja, tust du, als würdest du hupen. Also nur so tun. Ja, genau das ist. Jetzt bin ich wieder schuld. Wieso hupst du denn hier rum? Ich hup ja gar nicht. Ich hab noch nicht mal betätigt. Affengeil, Udo, ne? Dass die Leute wirklich drüber schicken, ne? Affengeil, du musst immer mehr mit dem Mentage gesitten. Danke, dass du mir Informationen gegeben hast. Dann hat die getunkt für Spindellauten. Kann man entziehen? Solche Sachen schenken. Ey, das ist genauso, als wenn ich einen Affen eine Kanaffenkopf da in der Hand gebe und der war dann los. Was? Was hast du gesagt? Kanaffenkopf da. Komm ich jetzt schon wieder? Udo, du bist so blöd. Du meinst du Kalaschnikow? Kalaschnikow doch. Mann. Kalaschnikow. Ja, Kalaschnikow. Kalaschnikow. Ja. Ja. Jetzt im Ganzen? Ja, wenn ich da zu schnell sage, kommt wieder. Kalaschnikow. Siehst du, dann ich kann das nicht. Renette Ass Müllwagen. Ich
Wir will nicht die Feuertonne anmachen. Das kommt doch hier an Rufe. Wir sind hier noch am Film. Du kannst doch jetzt in die Feuertonne anmachen. Geht da ja alles hin. Ja, wobei. Ja. Nein. Windkopf vom Buchen. Du hörst einen am Buchen. Wir sind Buchen. Ja. Der Bremer Flughafen hat gerade angerufen. Warum? Haben sich beschwert. Warum? Ja, weil hier eine Boeing 747 auf deinem Kopf landen wollte. Was hast du denn für ein Warnsignal auf dem Kopf? Ja, guck mal, das ist so eine stechende Farbe, dass du das im Video gar nicht... Nee, glaube ich. Jetzt sieht man das. Ja. Das können die Leute, kann man so in den Nordsee stellen. Du bist wirklich eine Boje dann. Wieso? Dann können die Leute mich wenigstens sehen. Wenn Wilfried kommt auf dem Fahrrad. Das ist richtig lustig. Wochenlang stehen die Spaten da herum und jetzt brauche ich einen. Jetzt sind sie nicht mehr da. Wo sind die denn? Die sind jetzt gerade mit ihren Pfäuchen spazieren gegangen durch ein Dorf. Was kannst du blöd fragen? Das weiß ich doch nicht, wo die sind. Oh, dann möchte ich doch hören. Let me am Morst, dann wirst du so staunen, dann wird er schmückt und dann wird er links sitzt. Okay. Oh, langsam reicht mir das hier mit dir. Links, rechts, rechts, links. Das kann man nicht erfinden. Der zieht da, wo die Weihnachtskugeln sind, da zieht er die Treppe runter. Das ist doch nicht normal. Wo, du musst freier nicht loben. Was bist du denn für ein Schlossgespenst? Was wollt ihr? Udo? Ja? Du musst sofort zum Sportplatz kommen. Wieso? Wie man den Gebäude nur Dönen umhangen. Ein bisschen bescheuert? Nee, sofort. Sofort, bitte. Ohne Umwege! Ja! Ja! Mann, oh Mann, nee! Ich komm schon! Ja! Ja! Nee! Martin, Mann! Er ist weg. Ich hab noch nie so einen schlechten Schauspieler gesehen. Wirklich. Ladies and Gentlemen, der ostfriesische Mariah Carey. Wilfried! Hast du schon mal gesungen? Nee, nicht beruflich, aber Party zu so. Eine Mu, eine Mä, eine Tä, eine Tute, eine Rute, eine Hopp, eine Heidralum, eine Mä, eine Tä. Ja. Wir können komplett einpacken. Hast du überhaupt schon mal gesungen? Ja. Das ist wie eine Katastrophe. Mit Arsch voll. Du reißt uns raus mit deiner Stimme. Nee, ich gehe da raus. Ich hab doch gesagt, ich kann nicht singen. Du brauchst ja auch nicht singen können. Ich kann auch nicht singen. Keiner kann hier singen. Wo ist Udo denn? Der ist vorgefahren. Hat er keine Lust oder was? Der ist genervt. Wieso? Ja, weil ich einfach genervt ist, weil du auf den Sack gehst die ganze Zeit. Wilfried! Du bruchst ihn nicht verstopft. Komm hierher! Verstopfst du, du Achter, alter Gnadenchrist, ne? Was hast du denn für einen Schützenfest-Hüftengang hier? Du wirst doch gerne deswegen den Gips haben, ne? Wilfried, ich habe euch das vor 6 Wochen gesagt. Die Farbe ablassen, die Räder ins Wasser legen und sauber machen. Den ganzen Farbwagen. Und was ist passiert? Nix. Bin ich hier eigentlich nur noch vom Blöden umrandet? Schunkelst du denn hier so rum? Wie ist kalt. Diesen Farbwagen hat Udo genau einmal gebraucht. Für wie lange? 5 Minuten. Höchstens. 5 Minuten hast du damit gearbeitet. Hast dich dann beschwert, dass das nicht richtig geht? Richtig? Richtig! Du hast dich richtig beschwert? Ja! Und am nächsten Tag? Hab ich Dosen bestellt! So, und dann ist Udo am nächsten Tag hierher gekommen? Und hat Dosen bestellt und hat mit Dosen mit seinen alten Farbwagen gemacht. Genau, und du wolltest diesen Farbwagen unbedingt haben und du hast ihn einmal benutzt. Und du hast gesagt, der ist scheiße, der geht nicht richtig, der ist blöd. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt. Ja, dann haben wir den Farbwagen ausprobiert. Und richtig angestellt und ja, da lief es. Ja, natürlich ihr wieder. Ja, der war nicht richtig. Ja, der war wirklich nicht richtig eingestellt. Ja, vielleicht hatte er keinen Druck auf der Pumpe, aber sonst ging das. Auf welche Pumpe? Ja, auf die Rohre. Das ist es nämlich. Die stellen das so rein und mir bleibt das alles hängen. Wieso habt ihr den nicht sauber gemacht? Nee, weil ich, was hier die Geschichte, mein Fuß im Gips hatte und André hat nicht dran gedacht. Hat er vergessen. Ja. Was eine Ausrede. Dann ist das alles gut, ne? Hat er vergessen. Aber wenn Udo was vergisst, dann wird das so ungefähr, als wenn einer auf den Mond geschossen wird und er vergisst, seine Ananas mitzunehmen. Guck mal, da hinten kommt der Weihnachtsmann mit 2 dicken Säcken.
Ist doch wahr. So, jetzt ist gut gewesen mit Kalikilaka. Wilfried kann das Gedicht mal mit aufsagen. Wilfried, komm mal her. Blende mal Weihnachtsmusik drunter. Hätte ich da doch eben nehmen. Das ist ein schönes Weihnachtsgedicht. So, jetzt pass auf. Meli Kalikimaka. Meli Kalikimaka. Das ist doch nichts. Meli Kalikalaka. Kalinka Naka. Nein, Meli Kalikimaka. Kalikimaka. Meli. Kaliki. Kaliki. Maka. Maka. Ja, und im Ganzen? Maka. Meli Kalikimaka. Bitte, willst du? Meli Kalivni. Naka. Schnacker. Naka. Kannst du schnappen? Wilfried! Mit Kippe im Beck hier. Na gut. Das ist immer so. Du sollst Hochdeutsch reden. Steck dir eine Zigarette an, hast du sowieso gesagt. Zigarette aus. Da haben wir Zeit zu. Und mein Geil, wo kriegst du ein bisschen auch. Das Geschenk kommt von Wilke und Udo, weil du so viel hier auf der Sportanlage bist. Haben wir dir was besorgt. Was ganz Besonderes. Was ganz, ganz Besonderes. Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Gleich aufmachen. Ich will sehen. Nein. Was spannend. Oh, der kannst doch so. Ja, rauf doch einmal auf, Mann. Oh, ich will da vernünftig ummachen. Da macht der dann Hexenwehr drauf. Was ist das denn? Oh, was ist das ein denn? Karton. Karton. Oh. Wilfried, du. Was ist das denn, Wilfried? Jetzt guck mal hier. Alter, wie geil. Ja, jetzt sei mal vorne drauf, du. Ja. Guck dir das mal an. Mit allen Unterschriften. Oh, hier, yeah, zeig her. Ey, Alter. Das Werder Bremen Trikot mit allen Unterschriften der Bundesliga-Profis. Oh, danke schön, Leute. Ey, ich fahre von den Socken. Wir danken dir für die Arbeit. Oh, hier, danke. Geil, oder? Ja, geil. Ja. Oh. Und was kriegen wir beide von Wilfried? Nix. Nee. Kalten Rauch. Ja. Wir liegen, ja. Von hier. Trink den Arsch, könnt ihr kriegen. Du hast gesagt, du kriegst bald Lebensversicherung ausgezahlt. Ey, da musst du nicht sagen. Auf lass mal. Ich trotzdem ein Video drin. Alter. Jetzt haben wir ihn.